und die alle groß reden und wo dann die Vermögenswerte so minimalistisch sind, ja, dass man glaubt, sie haben schon das Armutsgelübde abgelegt. Ja. All diese Leute werden vom Markt verschwinden, genauso wie bei der Immobilienbranche, die ganzen overgeleveragten Leute werden vom Markt verschwinden. Und jetzt ist die Zeit, Leute, richtig Gas zu geben. Jetzt ist die Zeit, authentisch zu sein, geile Sachen zu machen, kreativ zu sein und vor allem schnappischnapp. Bei mir heißt Customer Support, Customer Success Department. Das ist ganz wesentlich, damit ein Online-Marketing auch funktioniert, genauso wie deine digitale Visitenkarte. Wenn plötzlich ein Notar im Casino gezeigt wird oder ein Fitnesstrainer beim Saufen, das ist deine perfekte Eintrittskarte fürs Online-Marketing. Und so ist es auch, wenn ein Customer Support Department deine Kunden erschießt. Es gibt dann auch eine weitere Sache, die auch noch sehr häufig ist und die ich auch nur als laienhafter Beobachter sehe, aber die es fast überall gibt, nämlich, dass der physische oder Telefonvertrieb immer sagt, die Leads sind schlecht und der Online-Marketing sagt immer, der Vertrieb ist schlecht. Und da gibt es immer dann ein Gerangel, der Vertrieb ist schlecht, die Leads sind schlecht, der Vertrieb ist schlecht, die Leads sind schlecht, der Vertrieb sind schlecht, die Leads sind schlecht, habe ich sowohl im eigenen Haus, jetzt weniger schon, aber am Anfang viel. Und gleichzeitig auch bei vielen Firmen, wo ich investiert bin oder im Beirat bin oder so weiter, gehört. Immer dieselbe Kakophonie. Und wenn du erfolgreich sein willst im Online-Marketing, sollte das alles ein Kreislauf sein, nämlich Verkauf, Product Development, Marketing und Customer Success. Und auch dazu passende digitale Visitenkarte. Nur wenn du das in einem Kreislauf hast, der interagiert, so wie die Kreislaufwirtschaft der Grünen, wo man dann plötzlich staatliche Förderung bekommt, wenn man energieeffiziente Gebäude baut oder Elektroautos fährt, das ist dann die andere Kreislaufwirtschaft noch, gemischt mit gemeinnützigen Stiftungen. Aber so eine Kreislaufwirtschaft brauchst du im Online-Marketing. Da wirst du Geld drucken ohne Ende. Aber wenn du deine Kunden erschießt, wird es nicht funktionieren. Vielleicht die nächste Frage, auch die letzte Geschichte. Was ist der Unterschied zwischen 70 und 700 Milliarden? Sind zwei Autokonzerne. Beide produzieren schnelle Autos. Einer heißt Mercedes-Benz AG und hat ungefähr eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden. Einer heißt Tesla und hat eine Marktkapitalisierung von 700 Milliarden. Und da ich beide Autos bestellt habe, kann ich darüber ein wenig sprechen. Links ist mein altes Fahrzeug, ein GT63 AMG S. Und rechts ist der geht noch etwas schneller, zumindest in der Beschleunigung. Der geht, muss der Mercedes, der ist leider nicht so schnell, ist der Tesla Plaid. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Autos, abgesehen, dass der eine elektrisch ist und der andere nicht? Aber was ist im ganzen Kaufprozess der große Unterschied? Bei Mercedes habe ich mit Fans von mir, weil ich selbst diesen komischen Konfigurator von Mercedes nicht bedienen konnte, weil ich nicht einmal hast du das eingeschaltet, dann ist wieder ausgeschaltet gewesen und wir haben sage und schreibe 2-3 Viertelstunden gebraucht, um das Auto zu konfigurieren. Und dann ist er wieder abgestürzt, dann muss ich nochmal machen. Also das war schon, ja, hat eine lange Zeit gedauert. Beim Tesla, weil der Mercedes auch einige Probleme gemacht hat, war ich essen mit meinem Steuerberater und nebenan zwischen den Gang 4 und 5 beim Sternekoch habe ich in 6 Klicks meinen Tesla bestellt. 6 Klicks. Es hat weniger als 5 Minuten gedauert, die Anzahlung geleisteten Auto für 6-stelligen Betrag bestellt. Das ist der Unterschied zwischen 70 und 700 Milliarden. Vielleicht nicht der einzige, aber vielleicht ein wesentlicher. Und im Online-Marketing gibt es eine einfache Regel, und im Vertrieb auch, die die meisten Leute trotz all ihrer Spezialitäten nie verstehen, aber die ich am eigenen Leib spüre, wenn ich zum Beispiel 6 Autos buche, weil es schneller geht, als wenn ich meiner Sekretärin die E-Mail schreibe, es zu tun. Don't make me ask. Don't make me wait. Don't make me think. Das war das. Ich habe einmal in Amerika jemanden gefragt, why do people always buy Toyotas? Und die Antwort war, because even the most stupid guy can drive a Toyota. It doesn't need oil, it doesn't need maintenance, it just drives. And the Mercedes needs maintenance. Oder einmal war ich bei der Eröffnung, bei der Bits & Brezel Konferenz und da war der Chef von Tinder. Und da haben wir auch gefragt, wieso er so erfolgreich ist und die Antwort war auch, on most dating platforms, people have to read and write and type. Many people cannot read and write
entype. Many people don't want to read and write and type. But everybody can swipe. Left is no. Right is yes. It's so fucking simple that even the biggest idiot, the biggest fool, the biggest monkey in the world on drugs and alcohol can do it. That's why it's the most successful dating platform. Im Online-Marketing erinnert sich immer, don't make me ask, don't make me wait, don't make me sick. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, es gab zwar hier eine Dichte von höchst qualifizierten Leuten, genauso wie ich zum Beispiel immer wieder auf Events bin, auch von Influencern, von Online-Marketern, von Leuten in der digitalen Welt, wo ich immer wieder erstaunt bin über die Größe und den Erfolg, den sie alle haben. Da möchte ich euch auf jeden Fall dazu gratulieren. Aber was ich auch manchmal sehe, dass zwar sehr viel Erfolg da ist, dass man immer wieder sagt, alles in die Firma investieren und dann sehe ich Gucci-Schuhe und Rolex-Uhren und alles Mögliche. Ja, Rolex-Uhren mögen gar nicht so schlecht sein, aber die sind jetzt auch im Wert gefallen. Ja, also richtig, die Show ist groß. Aber was ich manchmal, ich habe ja schon etwas schlechte Augen, aber wenn ich manchmal die Vermögenswerte suchen muss, brauche ich manchmal eine Lupe und bei vielen Leuten auch ein Mikroskop. Und was ihr euch überlegen solltet, dass ihr eurem Geschäft, und das kann ich vielleicht auch als Laie besser beurteilen als vielleicht manche von euch, die in der Tiefe des Sachstandes stecken, ja, nicht nur geiles Marketing macht und nicht nur auch eure Firma geil aufbaut und Vision habt und alles, was alles wichtig ist. Aber am Ende muss auch was in der Tasche überbleiben. Am Ende muss man finanziell frei sein. Weil wenn dann ein Kunde mühsam ist, und erlebe ich auch immer wieder, manche Leute sind frech und mühsam, weißt du, was ich dann sage? Es gibt eine Tür. Da kann man rausgehen, auch ein Fenster, wo man rausklettern kann. Weil ich habe meinen Immobilienbestand, meinen Kryptobestand und meine ganzen Beteiligungen. Ich muss kein Geschäft machen. Aber dazu musst du genügend Assets haben, Vermögenswerte, damit musst du finanziell frei sein. Und ich kann euch sicherlich nicht allzu viel über Online-Marketing lernen, da seid ihr alle die viel größeren Experten. Ja, ich muss wieder nächste Woche in die hässliche Stadt Dublin fliegen, um einerseits hässliche kleine Löcher anzuschauen, die ich vielleicht später an unsere Betreuer von Google und Facebook vermieten muss. Aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Ihr habt sicherlich mehr Erfahrung, aber was ihr von mir lernen könnt, ist, wie man Kohle verdient, wie man reich wird, wie man finanziell frei wird. Das ist auch der Zweck der unternehmerischen Arbeit. Und wenn ihr das lernen wollt, braucht ihr einerseits im Online-Marketing Reputation, Return und Raving Fans, was ich euch alles wünsche. Und die bekommt ihr, wenn ihr die Regel des Bettlers einhält. Und nachher lernt ihr, how to get fucking rich. Und das könnt ihr bei mir lernen. Und wenn ihr das lernen wollt, bei der Party könnt ihr mich ansprechen. Der Bernhard von meinem Team kommt kurz herauf. Ja, kann das vielleicht auch kurz präsentieren. Also wenn ihr Bernhard ansprechen wollt, er ist dann entsprechend verfügbar. Ja, komm kurz drauf, Bernhard, dass dich alle sehen können. Komm on stage. So. Bitte sehr, also als weiße lernen wollt, der Bernhard macht für mich. Der Bernhard ist übrigens der beste Verkäufer, aber er macht nicht Hardcore, sondern Softcore. Ja? Und dafür sammelt er auch hässliche kleine Löcher und Kryptos. Und genauso wie ich. Und er meldet auch, dass das Customer Shooting Department ein Customer Support Department bleibt und nicht dazu da ist, die Kunden wieder zu schießen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg. Bleibt ehrlich, bleibt authentisch und nutzt diese Krisenzeit jetzt. Weil auch Facebook und Google Ads werden günstiger. Mitbewerber kommen aus dem Markt. Leute im digitalen Bereich werden wieder billiger. Wettbewerber, die ganzen Bullshitter auf der Welt, ja, mit den Fake Ferraris und den ganzen Fake Scheiße und dem Mindset und ja, dem Selbstfindungsscheiße, was ich da alles gesehen habe und gelernt habe in den letzten Jahren. Ja? Und die alle groß reden und wo dann die Vermögenswerte so minimalistisch sind, ja, dass man glaubt, sie haben schon das Armutsgelübde abgelegt. Ja? All diese Leute werden vom Markt verschwinden, genauso wie in der Immobilienbranche. Die ganzen overgeleveragten Leute werden vom Markt verschwinden. Und jetzt ist die Zeit, Leute, richtig Gas zu geben. Jetzt ist die Zeit, authentisch zu sein, geile Sachen zu machen, kreativ zu sein und vor allem schnappi schnapp. Besten Dank, alles Gute!